Hallo, mit diesem Video möchte ich zeigen, wie ein bestehender radiologischer Viewer namens ICY zum Betrachten von medizinischen Bilddaten erweitert wurde, sodass auch künstliche Intelligenz verwendet werden kann. Das Projekt wurde dabei im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt und das Ziel war, den Diagnoseprozess von Radiologen mit Hilfe von KI zu unterstützen. Dabei soll die künstliche Intelligenz medizinische Bilddaten verarbeiten können und anhand von CT- und MRT-Aufnahmen Organe erkennen und markieren können. Wie auch hier in diesem Bild zu sehen. In diesem Fall wurden verschiedene Organe markiert und farbig hervorgehoben. Hierbei wurde ein Programm zum Betrachten dieser Bilder verwendet und entsprechend erweitert. Dieses Programm wird auch Viewer genannt. Eine Anforderung an die Entwicklung war es, dass die Modelle der Künstlichen Intelligenz unkompliziert angebunden werden können. Hierbei wurde die Lösung erarbeitet, das Framework MONAI zu verwenden. Die Abkürzung steht dabei für Medical Open Network for Artificial Intelligence. Die Community hinter dem Framework entwickelt eine Möglichkeit, bestehende KI-Modelle so zu erweitern, dass auch medizinische Bilddaten verarbeitet werden können. Dabei sind die Eingabedaten, die medizinischen Bilder, immer vom gleichen Format. Dies ermöglicht es, eine Erweiterung für den Viewer zu programmieren, sodass die MONAI-Modelle von der Benutzeroberfläche aus angesprochen werden können. Schauen wir uns einmal das fertige Ergebnis in einer Demo an. Hier sehen wir nun den Viewer in seiner ursprünglichen Form. Auf der ersten Ansicht gibt es eine Auflistung aller verfügbaren Patientendaten. Mit einem Klick auf den entsprechenden Listeneintrag öffnet sich die Detailansicht. Hier in der linken Sidebar können wir alle verfügbaren Bilder einsehen, öffnen oder ausblenden. Mit einem einfachen Klick und Drag and Drop auf das entsprechende Panel öffnet sich das Bild in groß. Hierbei stehen Funktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel das Scrollen oder auch das Zoomen und das, zum Beispiel das Ändern der Belichtung zur Verfügung. In der oberen Leiste sehen wir auch noch weitere Funktionen, die ein- oder ausgeblendet werden können. Zum Beispiel kann das Layout geändert werden. Zusätzlich gibt es auch den AI-Button. Dieser wurde neu eingeführt im Rahmen der Erweiterung. Und mit einem Klick öffnet sich eine neue Sidebar auf der rechten Seite. Zusätzlich hat sich nun unten ein grüner Balken geöffnet, welcher die Meldung gibt, dass sich erfolgreich zu den KI-Modellen verbunden wurde. Und auch diese grüne Meldung ist Teil der Erweiterung. Ziel war es, den Anwender Transparenz zu schaffen, was das System gerade macht. Und in diesem Fall wurde es sich gerade erfolgreich verbunden. Der Aufbau der Sidebar ist relativ simpel. Es gibt zwei verschiedene Bereiche, zwischen denen gewechselt werden kann. Einerseits gibt es den Autobereich. Dieser umfasst Algorithmen, welche komplett automatisch ein medizinisches Bild empfangen können, dieses auswerten und das Ergebnis dann zurückspielen und hier in diesem Bereich anzeigen. In einem Dropdown-Element in diesem Tab ist zunächst einmal der verfügbare Algorithmus, der erste Algorithmus sichtbar. Und mit einem Klick öffnen sich noch weitere Algorithmen, die verbunden sind. So kann zum Beispiel dieser Algorithmus ausgewählt werden und mit einem Klick auf Execute wird das Bild abgesendet und es wird auf die Antwort abgewartet. Der zweite Tab, Assisted, bedient andere Algorithmen oder KI-Modelle, die angebunden wurden. Und zwar handelt es sich hierbei um KI-Modelle, welche noch zusätzliche Feedback-Punkte brauchen, um ausgeführt zu werden. Feedbackpunkte markieren ein einzelnes Organ und helfen dem Algorithmus zu sagen, welcher Teil des Organs oder des zu segmentierenden Bereichs zu dem Ergebnis gehört und welches nicht. Möchten wir zum Beispiel hier unten diesen Bereich vom Algorithmus markieren lassen, können wir mit einem einfachen Klick auf der linken Maustaste rote Punkte erstellen. Diese rote Punkte sind positive Punkte, welche dem Algorithmus nachher sagen, dieser Bereich gehört zu unserem Ergebnis. Wird nun auf der Tastatur die Shift-Taste gedrückt und gleichzeitig die linke Maustaste, werden blaue Punkte erstellt. Diese dienen dazu, dann dem Algorithmus zu sagen, der Bereich gehört nicht mehr zum Bild und somit auch nicht zum Ergebnis. Wenn genügend Punkte gesetzt wurden, empfohlen werden 15 von jeder Farbe, können diese auch mit einem Klick auf Execute abgeschickt werden. Und in diesem Fall bei Assisted-Algorithmen wird das gesamte Bild, das heißt die Pixeldaten, plus die einzelnen Markierungen weitergeleitet an den Algorithmus. Dieser wertet das Bild dann aus und schickt die Antwort dann zurück an den Viewer. Das Ergebnis besteht dabei immer aus einzelnen Pixeldaten, welche das segmentierte Objekt umranden.
Dabei ist es die Aufgabe vom Viewer, diese Pixeldaten zu lesen und auf dem medizinischen Bild anzuzeigen.